Willkommen bei der Motorbahn.com Probefahrt, heute mit dem Porsche Macan. Den Macan gibt es tatsächlich schon fast 10 Jahre, aber die aktuelle Modellgeneration erst seit 2021 und den Macan T, den wir fahren, tatsächlich erst seit 2022. Dieses T-Kürzel, das war immer eher den sportlicheren Porsche vorbehalten und deswegen wundert es mich insbesondere, dass wir ausgerechnet in diesem Modell die kleinste Motorisierung finden, nämlich den Basismotor als rein Vierzylinder-Turbobenziner. Nichtsdestotrotz, während unserer Probefahrt wollen wir uns anschauen, was das Auto zu bieten hat. Wir reden über allgemeine Dinge wie die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Kofferraumvolumen, das Infotainment, das Platzangebot, die Preise und vieles, vieles mehr. Aber ich möchte natürlich auch wissen, ob so ein Auto mit nur 265 PS heutzutage noch als echter Porsche durchgeht. Wenn ihr wissen wollt, was das Auto kann, was es nicht kann und ob das tatsächlich noch ein Porsche ist oder nicht, dann bleibt jetzt besser dran. Unser Fahrzeug wird angetrieben von einem 2 Liter 4-Zylinder Turbobenziner und der bietet uns hier im Auto 195 kW bzw. 265 PS Maximalleistung und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Mit diesem Motor an Bord, dem Allradantrieb, den wir serienmäßig haben und der Übertragung über ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe auf alle 4 Räder soll das Fahrzeug in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde sprinten. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche an mit 232 km pro Stunde. Der Verbrauch, der steht im Datenblatt mit 10,1 bis 10,7 Liter je 100 gefahrene Kilometer nach WLTP. Unser Fahrzeug ist 1,93 Meter breit ohne Außenspiegel. Mit Außenspiegeln werden daraus 2,10 Meter. Und wenn wir von vorne auf den Wagen schauen, dann stellen wir sofort fest, das ist ein Porsche. Das erkennen wir an den großen Scheinwerfern, die in der typischen Porsche-Form daherkommen. Natürlich in der Basis schon in LED ausgeführt, an der superflachen Motorhaube, natürlich am Porsche-Logo und auch an dem Rest, nämlich dem unteren Bereich mit dem großen offenen Kühlergrill. Das ist einfach der Look, den wir heute bei Porsche finden. Und ich finde, damit wirkt er von vorne super dynamisch. Schauen wir uns die Seite des Autos an. Der Wagen ist 4,73 Meter lang, hat einen Radstand von 2,80 Meter und eine Höhe von 1,61 Meter, fährt in der Basis schon auf 19 Zöllern vor. Wir haben 20 Zöller an Bord und ich finde, damit steht er schon richtig gut da, obwohl es auf Wunsch auch noch größere Felgen geben würde. Die Linienführung ist typisch Porsche, eben diese super flache Motorhaube, flache Frontscheibe, leicht nach hinten abfallendes Dach, dann hier diesen großen Dachkantenspoiler und der ist genauso wie der Wing vorne im Kühlergrill in achat grau Metallic gehalten. Das sind übrigens genau die Hinweise auf das Macan T-Modell, genauso wie hier der Außenspiegel, der auch genau die gleiche Farbe hat. Wenn wir uns dann die Seite weiter anschauen, dann finden wir hier die sogenannten Sideblades und da haben wir hier den Macan T-Schriftzug, auch hier wieder dieses Grau, damit eben da auch keine Fragen aufkommen, welches Fahrzeug wir fahren. Das Heck, das wird dominiert wieder von diesem großen Dachkantenspoiler, aber auch von der durchgehenden Leuchtleiste, den dreidimensional gestalteten Rückleuchten, ebenfalls in LED schon in der Basis und natürlich den beiden doppelflutigen Endrohren, die so richtig Kraft geben und dem Wagen von hinten genau die Sportlichkeit verleihen, zusammen mit den ausgestellten Radhäusern und den breiten Rädern, die wir uns von einem Porsche-Modell wünschen. Ich habe jetzt hier gerade so einen etwas unebeneren Untergrund. Was man hier feststellen kann, ist, dass das Fahrwerk unseres Autos wirklich richtig klasse abgestimmt ist. Obwohl es so straff ist, liefert das hier einfach sehr viel Komfort, denn der Wagen gibt zwar die Unebenheiten durch, und die Rückmeldung, die ich fürs Fahren brauche, aber es ist nicht unangenehm. Es wird so weggeschluckt, dass ich tatsächlich das mitkriege, was ich mitkriegen muss, ohne das zu spüren, was ich nicht spüren will. Und auch das ist wieder typisch Porsche, nämlich Fahrspaß, auch auf so einer Piste wie dieser hier. Das maximale Kofferraumvolumen für unseren Porsche Macan mit aufgestellter Rückbank, das wird angegeben mit bis zu 488 Litern. Klappe ich die Rücksitze komplett um, was geteilt möglich ist, dann sollen daraus bis zu 1503 Liter werden. Und das sind beides Werte für das Segment, die sind völlig normal. Schauen wir uns das Fahrzeug oder den Kofferraum im Detail an, dann stellen wir fest, wir haben hier zwar eine geschützte Ladekante, aber hier einen relativ hohen Absatz, das sind fast 10 cm bis zum Ladeboden. Dann finden wir hier einen Ladeboden, den wir anheben können. Darunter gibt es nochmal ein sehr schön großes Fach. Das ist sehr praktisch, denn da könnt ihr Sachen unterbringen, die vielleicht keiner sehen soll oder die ansonsten im Weg wären. Wer möchte, kann mit dem Auto einen Anhänger ziehen. Die maximal gebremste Anhängelast, die wird von Porsche beziffert mit bis zu 2000 Kilogramm. Wir haben bei uns im Fahrzeug einen adaptiven Tempomat mit an Bord. Das ist ein optionales Feature und die Spurverlassensfahrung, das ist Serie. Wir haben, soweit ich informiert bin, keine Spurverfolgung dabei. Und ich muss ehrlich sagen, dieser adaptive Tempomat, der macht einen vernünftigen Job. Der passt die Geschwindigkeit zum Vordermann gut an. Wenn ich jetzt mal rausschere, dann ja, beschleunigt er rechtzeitig. Er dürfte gerne ein bisschen früher Gas geben, aber es funktioniert auch gut. Beschleunigt dann moderat und muss sagen, macht da wirklich einen vernünftigen Job. Jetzt haben wir hier eine neue Geschwindigkeitsbeschränkung, die angezeigt wird mit 120. Wenn ich die einstelle, auch da reduziert er entspannt, sodass es nicht hektisch im Auto wird. Wir versuchen jetzt mal kurz rüber zu fahren, um zu schauen, wie er da reagiert. Da ist ein Auto langsamer als wir. Ja, reagiert sofort.
Ich muss ein bisschen gegensteuern, sonst wären wir zu langsam. Was ich übrigens auch machen kann, ich kann hier über den Hebel vom Tempomat-Regelsystem auch die Abstände so einstellen, wie ich das möchte, zum Vordermann, dass ich da ein bisschen Möglichkeit habe, Dinge anzupassen. Zum Thema Porsche-Gene kann ich nur Folgendes sagen. Das Platzangebot hier vorne funktioniert auch für große Leute wie mich. Ich sitze hier wirklich gut, fühle mich richtig wohl, zumal dieser Sitz hier nicht nur viel Komfort bietet, sondern richtig viel Seitenhalt. Allerdings sind das die optionalen Sportsitze, die wir hier im Auto haben. Die sind Teil unserer Ausstattung. Was ich da dazu sagen muss, ist, ich kann das Lenkrad wirklich perfekt auf meine Bedürfnisse einstellen. Und die Sitzposition im Auto, die ist einfach, ja, ich würde sagen, für mich ideal. Und das ist ganz klar ein wichtiger Teil Porsche-Gene. Ich sitze perfekt im Auto. Genauso wie ich jetzt hier sitze, will man in so einem Auto sitzen, zumindest meiner Meinung nach. Und damit ist das ganz klar für mich ein Haken beim Thema, ist das Porsche oder keiner. Ich habe jetzt mal hinter mir Platz genommen, das heißt, meinen Fahrersitz so belassen, wie er war, und stelle sofort fest, für die Füße habe ich hinten eigentlich keinen Raum. Meine Knie stoßen an den Sitz vorne deutlich an, sodass das nicht wirklich komfortabel ist. Beim Kopfraum, da wird es gerade so gehen, also meine Haare, die berühren den Dachhimmel, aber richtig komfortabel ist das natürlich auch nicht. Nichtsdestotrotz, wenn der Fahrer ein bisschen kleiner wäre und ich vielleicht auch so 1,80, 1,85 groß, dann wäre das völlig ausreichend, und ich finde, das ist ein vernünftiges Raumangebot für diese Fahrzeugklasse. Wer sich für einen Macan interessiert, der muss mit knapp unter 70.000 Euro kalkulieren. Dafür gibt es die Basisvariante. Unserer hier als Macan T mit der etwas sportlicheren Auslegung und mehr Ausstattung startet bei nicht ganz 75.000 Euro. Der S, der dann schon den größeren Sechszylinder an Bord hat, den gibt es für knapp unter 80. Und die Top-Version GTS, die startet dann erst bei 96.000 Euro. Die Liste der Assistenz- und Sicherheitssysteme, die der Macan bereits in der Basis immer mit an Bord hat, die ist relativ überschaubar. Dazu gehört unter anderem eine Einparkhilfe vorne und hinten, eine Spurverlassenswarnung, eine Rückfahrkamera oder aber auch ein Bergabfahrassistent. Ich kann weitere Systeme hinzukonfigurieren. Da gibt es dann zum Beispiel Sachen wie einen adaptiven Tempomaten, einen Totwinkelwarner. Es gibt hier einen Spurhalteassistenten oder aber auch eine 360-Grad-Kamera. Allerdings muss ich hier eben für Dinge extra bezahlen, die bei anderen Fahrzeugen in dieser Klasse bereits Serie sind. Wir schauen uns jetzt mal das Infotainment und das Cockpit unseres Macan an. Wir beginnen mit dem Cockpit. Das ist aufgeteilt in drei runde Bereiche. In der Mitte Porsche typisch der Drehzahlmesser, links die Geschwindigkeitsanzeige, rechts ein Monitor, der mir unterschiedliche Inhalte bietet, die ich hier über ein Drehrad am Lenkrad wählen kann, sodass ich da genau das sehe, was ich mir für meine Fahrt wünsche. In der Mitte finde ich groß ein 10,9 Zoll Touchscreen als zentrale Bedieneinheit, natürlich auch fürs Infotainment. Der bietet mir einen Homescreen, den ich so einstellen kann, wie ich ihn möchte. Das heißt, ich habe hier die Wahl, was ich wann wo sehen möchte. Habe natürlich eine Navigation hinterlegt, habe den Mediabereich, die Telefonie, habe das Thema Einstellung zum Auto hinterlegt, inklusive der letzten Trips und auch der Chrono-Information. Habe einen Bereich der Apps, wo ich zusätzliche Dienste nutzen kann. Dann gibt es hier Apple CarPlay, das ist übrigens Serie, bereits immer mit an Bord. Den Soundbereich, dann habe ich die Devices, also die Konnektivität, und bei Set habe ich nochmal diverse Einstellungsmöglichkeiten, wo ich wirklich das ganze Auto auf mich einstellen kann. Darüber hinaus finde ich darunter zwei klassische Dreh-Drück-Regler, nämlich für die Lautstärke und auch nochmal für die Bedienung von dem gesamten System. Und typisch Porsche, in der Mittelkonsole sehr viele Direktwahltasten, hier allerdings der Großteil für die Klimasteuerung. Ich kann hier aber auch auf das Fahrwerk oder die Assistenzsysteme Einfluss nehmen und habe damit insgesamt ein System, mit dem ich sehr gut zurechtkomme, dass man schnell erlernt, das super stabil und schnell funktioniert und, wie ich finde, sehr gut zum Macan passt. Zur Basisausstattung des Porsche Macan gehören unter anderem Komfortsitze, elektrisch verstellbar, ein Sportlenkrad, Apple CarPlay, das große Infotainment mit dem Touchscreen hier, der Instrumentencluster mit der 4,8 Zoll großen Digitalanzeige in einem dieser drei Bereiche. Dann gibt es hier eine 3-Zonen-Klimaautomatik mit an Bord und einiges mehr. Darüber hinaus kann ich aber weitere Dinge natürlich hinzukonfigurieren, um mein Auto zu personalisieren und aufzuwerten. Und das sind Sachen wie zum Beispiel eine Lederausstattung. Ich kann ein großes Panorama-Glasdach bestellen. Es gibt eine Luftfeder, die ich bestellen kann, eine Bose Soundanlage, wenn ich möchte. Ich kann Sitze haben mit Sitzbelüftung, Sitzheizung und Memory-Funktion und vieles, vieles mehr. Und muss hier in diesem Macan tatsächlich auf gar nichts verzichten. Kann mir das Auto wirklich genau so ausstatten, wie ich mir das wünsche. Und das finde ich für so ein relativ kompaktes Fahrzeug dann wieder sehr schön und eben auch wieder typisch Porsche.
Unser Macan T wird genauso wie die Basisvariante dieser Baureihe angetrieben von einem 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner. Der leistet bei uns 195 kW bzw. 265 PS und bietet uns 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Für die, die nach mehr Leistung lechzen, gibt es aber auch noch einen anderen Antriebsstrang. Da reden wir dann über einen 2,9 Liter V6 Biturbo. Der bietet euch im Macan S bis zu 380 PS bzw. sogar bis zu 440 im GTS. Alle Macan-Modelle haben übrigens immer Allrad mit an Bord und bei allen setzt Porsche auf ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe. Für die, die gerne emissionsfrei fahren wollen, die müssen noch ein bisschen warten, aber Porsche hat angekündigt, es soll bald auch einen recht leistungsstarken Macan mit reinem E-Antrieb geben. Schauen wir uns das Interieur von unserem Fahrzeug mal an. Und was ich hier finde, sind Softtouch-Materialien, sind bespannte Oberflächen, ist Leder, sind sauber gearbeitete Ziernähte, zum Teil in Kontrastfarben, sind hier als echter Hingucker neben den Schaltpedals diese freischwebenden Bedienelemente im Lenkrad, die dem Ganzen noch ein bisschen Tech-Touch geben. Gefällt mir richtig gut. Und ich mir die Sitze anschaue, wie die Seitenwangen gearbeitet sind, die Ziernähte, das macht alles einen richtig guten Eindruck. Auch hier die Prägung oben in der Kopfstütze mit dem Porsche-Logo. Das ist alles wirklich genauso, wie ich mir das von einem Porsche wünsche und das eben auch in dem kleinen Macan. Der Antriebsstrang hier im Fahrzeug mit seinen 265 PS, der hat natürlich grundsätzlich kein Problem damit, die rund 1,9 Tonnen Leergewicht von unserem Porsche Macan T zu bewegen. Aber er könnte natürlich schon mehr Leistung haben, denn das ist immer noch ein Porsche. Nichtsdestotrotz, ich habe bei uns die Möglichkeit, dank des Sport-Chrono-Pakets, das wir an Bord haben, aus unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen. Und da gibt es den Fahrmodus Standard, in dem wir normalerweise immer unterwegs sind. Es gibt einen Individualfahrmodus, wo ich alle Bereiche auf meine Belange oder Wünsche abstimmen kann. Es gibt einen Sportmodus. Wenn wir da reingehen, merken wir sofort, der Wagen wird straffer, knackiger. Und einen Sport-Plus-Modus, wo das Ganze nochmal aggressiver wird. Das funktioniert gut und damit könnt ihr das Auto sehr schön dynamisch bewegen, denn der macht ganz, ganz vieles richtig. Das Fahrwerk habe ich schon mehrfach gelobt, ist super, die Lenkung ist extrem präzise, toll zu bedienen. Das Auto fährt genau dahin, wo ihr es haben wollt. Ihr habt eine Gasannahme, die ist wirklich gut und ihr habt ein Bremspedal, das ist super zu dosieren. Was wir aber auch haben, wir haben im Rahmen dieses Sport-Chrono-Pakets auch das Sport-Response-System mit an Bord. Das heißt, wenn ich das benutze und da drauf drücke, das ist hier der Knopf, dann wird das aktiv für 20 Sekunden und damit habe ich sofort die maximale Leistung zur Verfügung. Und das funktioniert richtig gut, vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel überholen wollt und seid aber im Normalfahrmodus unterwegs, den Knopf gedrückt und sofort volle Performance. Denn das funktioniert so oft ihr wollt und aus jedem Fahrmodus heraus. Finde ich persönlich eine richtig gute Idee, die zudem noch das Fahren tatsächlich spannender macht. Was wir jetzt noch mal ausprobieren müssen, ist, ob dieser Porsche Macan, wenn wir denn die entsprechenden Voreinstellungen vornehmen, auch wirklich loszieht wie ein Porsche Macan, nämlich aus dem Stand. 6,2 Sekunden ist die Ansage von Porsche. Wie sich das anfühlt, würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Dann schalten wir doch jetzt mal um von Normal auf Sport, Sport Plus und drücken sicherheitshalber nochmal den Knopf. Und jetzt Vollgas, los geht's. Ja, geht gut los. Und? 100, das ging doch relativ zügig, oder? Das ist ein 2 Liter Vierzylinder und ich bin mit an Bord. Also von daher denke ich, ist das doch sehr ordentlich. Das war die Motorbahn.com Probefahrt im Porsche Macan T. Und um die Geschichte abzukürzen und direkt die Frage vom Anfang zu beantworten, ja, für mich ist das ein echter Porsche. Denn wenn ihr euch das Auto anschaut und Porsche nicht reduziert auf Höchstgeschwindigkeit, maximale Leistung 0 auf 100, dann ist das 100% Porsche. Denn wir haben hier ein Porsche-typisches Exterieur, das mir richtig gut gefällt. Wir haben tolle Materialien, super verarbeitet, im Zweifelsfall gegen Aufpreis eine super moderne Ausstattung. Ein Fahrverhalten, das ist 100% Porsche. Das Fahrwerk ist mega abgestimmt, die Lenkung ist super präzise, die Bremse ist perfekt zu dosieren. Also wirklich alles das, was ihr von einem Porsche wollt. Und deswegen kann man sagen, das einzige Haar in der Suppe ist vielleicht der Preis, aber auch der ist im Zweifelsfall Porsche typisch etwas höher. Und wenn ihr ein Auto in diesem Segment sucht, ist mein Tipp, fahrt ihn einfach mal Probe, gerade dann, wenn ihr was Besonderes wollt und es eben nicht nur auf Leistung oder den letzten Cent ankommt. Mich würde es sehr freuen, wenn euch das Format gefällt. Wenn das so ist, lasst bitte gerne ein Abo und oder ein Like da, denn dann sehen wir uns ganz bald wieder hier bei der nächsten Motorone.com Probefahrt.